Ladies and Gentlemen, ich habe Schere in der Hand, lasst ein Dislike da, es ist wieder Zeit für ein Infovideo. Yay, Dislikes, Infovideo, yay. Sven ist motiviert, man hört's raus, er hat Bock. Also sowas von. Genauso wie ihr, und wenn ihr wisst, Infovideo, dann heißt es wieder aktueller Stand von All In. Und zwar wollte ich noch einmal darauf eingehen, wie es aktuell bei All In quasi aussieht. Was wir jetzt im April einführen wollen, quasi für Änderungen. Wie man es erkennt, All In ändert Sachen. Wie im Monat gefühlt. Ja, ich war schon, ja, genau. Der Gedanke kam heute auch. Kein Monat vergeht ohne ein All-In-Info-Video. Fangen wir erstmal mit unserem Vorlichten an. 1000 Abos, Sven! 1000 Abos, yay! 1000 Abos! Dankeschön, dankeschön. Trotz unkreativen Namen, wie ich mitgekriegt habe. Habt ihr davon, die Fotzen? Ja, schaff erstmal die 1000, dann darfst du wieder mit mir reden. So. Ja, erstmal dazu, vielen Dank, Leute. Wir werden uns dann nochmal was Cooles ausdenken, was wir dazu machen. Ihr könnt ja Vorschläge auch gerne uns per Mail schicken, damit die Mailadresse nicht vergammelt. Jetzt, nachdem der Podcast erstmal pausiert ist. Aber wir werden uns auch so ein bisschen noch was ausdenken. Zu zweit, weil die anderen zwei machen immer noch Dildo-Partys in Corona-Zeiten. Und apropos Corona, wie ihr für mich gekriegt habt, laufen aktuell täglich Videos. Ja, es laufen täglich Videos aktuell, liegt einfach daran, dass wir im April wieder ein bisschen neu strukturieren wollen. Und unter anderem dann deswegen die ganzen Videos, die wir auch für April vorgesehen haben, die werden jetzt so quasi bis kompletten Ende März einmal durchgerattert, also bis Ende März, bis März vorbei ist, habt ihr täglich Videos. Krass, ne? Variiert zwischen 13 Uhr und 15 Uhr, mal so. Ist viel DVD mit dabei, logischerweise auch viel Warzone und so ein oder andere Bonusprojekt. Wir hatten auch Special Gäste mittlerweile, da kommen demnächst auch 4 Videos mit Special Gästen auf euch zu. 4? 4 Videos. Krass. Mit jeweils 2 Gästen. Und wir haben ja gerade wieder eine Nachricht gekriegt, ob wir noch Aufnahmepartner suchen. Hey! Moment, Leus. Nach 2 Monaten, Leus. Ein Monat vorbei, Suche, alles klar, einen Monat später melden sie alle. Aber hey, ist cool. Schon krass. Ist halt cool. Ja, wir hatten damals, ich habe im letzten Infovideo damals angesagt, dass wir wieder eine neue Struktur reinbringen wollen. Quasi ein Video auf jeden Fall und auf One TV 2 Videos. Und wir wollen das ein bisschen strukturierter halten. Und genau, das ändern wir wieder. Neubau. Genau, im März ist das alte Konzept einfach weg. Genau, man muss halt, so doof das auch klingt, ich gucke halt auch ziemlich gerne einfach immer mindestens 2-3 Mal die Woche gucke ich auf YouTube Studio, wie es mit unseren Videos läuft und was die durchschnittliche Wiedergabezeit macht, wie oft andere Leute unseren Channel finden, was weiß ich nicht. Weil es mich zum Beispiel immer freut, wenn irgendwelche Leute unsere Channel finden, abonnieren oder irgendwie einfach was schreiben. Man muss ja nicht unbedingt abonnieren, ich meine, wir haben 30% der Zuschauer sind noch keine Abonnenten, was ich vom Schnitt her aber ganz cool finde. War schon mal anders, war anders. War andersrum, letztes Mal. Da waren vielleicht 30% Abonnenten. Genau, also seit Dezember, Januar hat sich es auf jeden Fall verbessert, wie ich finde. Allerdings finde ich, man kann es halt nochmal ein Tickchen verbessern. Ich gucke halt immer, was jetzt zum Beispiel ankommt, was nicht ankommt und wie man es am besten ändern kann, weil wir machen die Videos ja auch, damit ihr sie zum Beispiel auch guckt. Klingt überraschend, dass man ein Video hochlädt, damit Leute es sehen. Holger macht das einfach so, just for the Leute, deswegen habe ich ihm einiges verboten. Aber der ist ja auch nicht mehr da, deswegen. Aktuell nicht da, wie man es nimmt. Verhindert. Genau. Und ich habe hier Verantwortung. So, und wir machen Videos, die ihr natürlich dann auch gucken wollt. Und ich gucke dann halt, es gibt halt diese durchschnittliche Wiedergabezeit. Ich blende die für euch natürlich dann auch ein. Zum Beispiel merkt man hier einmal die Wiedergabezeit von Abonnenten. In den letzten Monat,
waren es 72% Abonnenten, die uns geguckt haben. Ja. Beim Durchschnitt jeden zweiten Tag ein Video, vom Gefühl her. Finde ich das gut. 28% hat keine Abonnenten, was ein guter Schnitt ist, weil zum Beispiel Dalu hat 60% Nicht-Abonnenten, die es gucken und 40% Oh. die es gucken. Also der hat das aktuell so, wie wir es hatten. Ja. Nur, also wir hätten noch ein bisschen krasser, also im Verhältnis natürlich nicht, weil ne, er hat eine viel größere Zahl, aber Ja. diese Ich habe noch mal eine Prozent. Frage. Wie ist das eigentlich, wenn jetzt ein Nicht-Abonnent guckt, aber dann Abonnent wird? Zählt er für das Video noch als Nicht-Abonnent oder geht er dann als Abonnent rein? Wenn er das Video geguckt hat, als wenn die Wiedergabezeit lief hier durch als Nicht-Abonnent. Ich schätze mal, sobald er dann zum Beispiel abonnieren drückt, dann wäre das Video geht 10 Minuten, er abonniert Ja. nach 6 Minuten, dann zählen diese ersten 6 Minuten als Wiedergabezeit von Nicht-Abonnenten rein und die anderen 4, falls er zu Ende gucken sollte, quasi, als Abonnent. Ah, okay. Wäre logisch. Naja, Zumindest. YouTube Deutschland, ne? Ja, Also. also man kennt halt den Algorithmus nicht. Auf jeden Genau. Fall, das hat sich schon deutlich verbessert. Wir hatten es Anfang des Jahres, Ende des letzten Jahres, hatten wir es andersrum gehabt, wirklich komplett andersrum. Das hat mir persönlich zum Beispiel gar nicht gefallen, deswegen, also eigentlich uns. Also Sven und mir, weil die anderen sind nie da. Also, Wir gucken, glaube ich, nicht mehr rein. nee. Janik ist der Analytiker von uns beiden hier. Ja, ich gucke das halt gerne. Aktuell. Was hast du denn aktuell? Ja, Wer ist hallo, der ich gucke Folge? auch mal Bernd? rein. Ja, Nee, genau. davor habe ich ganz viel reingeguckt. Na, du warst Analytics Sven. Da hast du keinen Bock Ja. mehr gehabt, jetzt muss ich da einmal. Jetzt übernehme ich auch deinen Job, toll. Nee, Und nee, das hat sich nee. auf jeden Fall deutlich verbessert, also deswegen, die erste Umstrukturierung war halt deswegen, weil ich aber eigentlich sein wollte. Unsere durchschnittliche Wiedergabedauer von Videos, seit unser Kanal existiert, beträgt 2 Minuten 49 Sekunden, guckt durchschnittlich ein Mensch ein Video von uns. Okay, Keine 3 Minuten. das ist wenig. Ist nicht so pralle. Ich kenne den Durchschnitt Leute, nicht, lasst das also, Video aber einfach hey. durchlaufen. Die letzten Monate, sagen wir, heute ist der 18. Aufnahmezeit, im Vergleich, also 18. bis zum 18. Februar, also 18. Ja. Februar bis zum 18. März, so rum. In der Zeit lief es deutlich besser. Die durchschnittliche Wiedergabedauer ist 49% gestiegen im Vergleich. Wir haben nämlich 4 Minuten 6. Ja. Also mehr als eine Minute, mehr durchschnittliche Wiedergabezeit. Also rein Aber ist trotzdem viel statistisch, wenig. ja, ist schon gut. Ist schon gut, so die ersten. Also Ich ich meine, finde es wer. extrem wenig. Ja, aber du musst ja auch noch die paar Videos einrechnen mit dieses All-In versus Pump 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 Stars. Ah ja, okay, Ja, gut, die haben ja. natürlich auch alles runtergezogen. Die ziehen gewaltig runter. Ja, mittlerweile jetzt nicht mehr, das müsstest du nach und nach. Das zählt halt auch mit rein. Dass sie halt nicht mehr da sind, quasi, so existent, weil wir sie ja schon seit längerem nicht mehr online haben, so nach und nach. Ist aber deutlich, ist halt trotzdem besser geworden, aber wir versuchen es halt immer weiter zu verbessern, weil wir natürlich wollen, dass Leute unsere Videos mögen und das Zeichen dafür ist zum Beispiel, dass man es dann halb bis zum Ende guckt. Jeden Ja, Fall. wenn jemand ein Video nicht zu Ende guckt, heißt das für mich, okay, man hat ihn irgendwann verloren. Und deswegen versuchen wir immer wieder neue zu strukturieren, den Schnitt hier ein bisschen abzuändern, so wie es im März kommt, ist ein bisschen Chaos mit hin und her. Wenn wir den aber noch sehen, einige die Videos sind mal so, kommt aber noch so drauf zu. Aber so auch zum Vergleich einmal, wir haben in den letzten 30 Tagen, bzw. den letzten 28 Tagen, 1310 Aufrufe gemacht. Ja, ist schon besser als sonst. 69% Steigerung. Wiedergabezeit ist 89,6 Stunden. Ja. Was eine Steigerung von 152% ist. 152. Prozent Steigerung. Und wir haben Ja. 189 Abos gekriegt in den letzten 28 Tagen. Ja, das habe ich ziemlich überrascht, aber. Ja, da war's da. Das ist so Ah. Stammzuschauer. Zuschauer. Hä, wie kam das denn zustande? Ja, es werden wir am 12 schuppen. Hä, wieso? War das ja. Ja, mein erster Hey, Gedanke lass so, ein ich Like so, da. wer hat gekauft? Ja, Bens auch, erster Eindruck. Ich meine, bei Bernd hätte es so oder so sein können. Weißt du, Bernd hätte es in einem halben Jahr da sein können. Jeden Tag ein Abo quasi oder so. Ja. Der hat es dann immer noch gesagt, weil er halt nichts mitkriegt. Das ist wirklich Aber halt, so quasi ist der März auf jeden Fall deutlich besser geworden. Als die Vormonate. Die Sache ist nur die.
Es ist halt immer noch nicht optimal, weil wir aktuell wieder nur so ein bisschen so ein Durcheinander haben. Ich meine, jetzt bis zum Ende März kommen täglich Videos. Liegt auch zum anderen daran, dass wir jetzt hier natürlich umstrukturieren. Zum anderen aber auch daran, dass ihr jetzt auch zu Hause seid. Die meisten von euch zumindest, die jetzt nicht in irgendwelchen Läden arbeiten, wo man noch Überstunden schieben muss und einen Janik gerade böse angucken oder winken oder hey, zwanghaft dieses Joker-Grinsen. Ich will nicht lachen, aber ich muss. Das weine ich. 10 Minuten Mittagspause, sage ich nur. 10 Minuten. Und auch dafür ist es, hat sich das halt auch ergeben, dass ihr das vielleicht zum Zeitvertreib nutzen könnt, weil kompetente Leute bleiben ja zu Hause, weil sie nicht wegen Arbeit oder so raus müssen oder einkaufen. Also alles, was muss, Muss. rausgehen. Also wenn ihr ein Bier geht oder so, bitte einmal deponieren. Ich habe keinen Bock auf euch, weil ihr dumm seid. Und ich gehe aber nicht davon aus, dass unsere Zuschauer bzw. unsere Abonnenten so kernbehindert sind. Okay, du hast es gesagt, ey. 1000 Abonnenten wieder weg. Ja, mach hier nichts. Wow. Die Ich sehe es anders als du, ja. ich will ja auch ehrlich mit. Ja, Und die ich Sache ist verstehe nur das. die, wir haben wieder viel durcheinander gehabt, viel hin und her. Und wir wollen ab April wieder keinen neuen Stil reinbringen, also leicht neuen Stil, werdet ihr sehen. Das gab es schon mal, das kommt wieder ein bisschen rein, mit so ein bisschen gemixt, werdet ihr aber sehen. Nur, dass wir auf Aber jeden ein bisschen Fall mehr zwei Fokus. Videos pro Woche bringen auf dem Hauptchannel. Einmal die Woche auf jeden Fall aktuell ist geplant Warzone. Das liegt zum Beispiel daran, wir wollen einmal die Woche auf jeden Fall immer ein aktuelles Video bringen. Von einem Spiel, was aktuell gut ankommt, was frisch raus ist, sagen wir es so. Und was auch Weil Spaß da das macht. Interesse natürlich groß ist, da war zu sehen, da zu gucken, hey, wie ist denn das Spiel so? Jetzt ist es gerade frisch, ich habe da irgendwie Bock drauf, so zu gucken, gab vorher nicht. Das ist natürlich das Interesse hoch. Und deswegen wollen wir sowas einmal die Woche bringen. Zum anderen auch bringen wir jetzt wieder ein bisschen mehr Freiheit rein. Nicht so wie Holger nur da 15 Videos machen möchte, das natürlich nicht. Aber solche Sachen, dass zum Beispiel, es gibt den Solo-Modus jetzt in Warzone und dass ich den mal austeste. Ich wollte das nachher mal aufnehmen, um das mal zu gucken. Also solche Sachen, dass man zum Beispiel auch alleine im Video bringen kann. Es ist halt nur unser Stil, den wir halt reinbringen. Deswegen, also es kann zum Beispiel auch sein, dass zum Beispiel 7 Videos rein theoretisch mal wieder sein können im April, aber alles über zwei müsst ihr als Bonus sehen. Nix, 2 Videos kommen, alles drüber ist Bonus. Alles, und das zweite Video, also ein Video ist halt aktuell. Das zweite Video wird variieren. Es kann zum Beispiel sein, dass ma zweimal die Woche auf jeden Fall Warzone kommt oder so. Also es war mal der gleiche. Aber es kann, das andere Video wird halt immer variieren, wie es halt passt, wie wir halt Lust haben, wie es gerade aussieht, was sich so ergibt quasi. Wir haben zum Beispiel jetzt ja ein paar Anfragen, wir besprechen uns aktuell, wir haben auch schon mit einem jetzt schon geredet und unseren Aprilplan mehr oder weniger mit ihm halt schon besprochen. In welche Richtung wir uns so ungefähr gehen wollen. Also, dass wir auch mit anderen YouTubern, das kann zum Beispiel auch vorkommen, dass es wöchentlich, dass ihr auf einmal eine neue Stimme hört, die ihr von letztes Jahr noch nie gehört habt oder so. Bernd oder Holger zum Beispiel, wer weiß. Aber Bernd hat ja dieses Jahr schon mal. Okay, also Bernd schließt es ja aus, aber Holger, der kommt da rein. Man Der wird kennt sie nicht. sehen. Der kennt sie nicht. Eigentlich, ne? Es ist halt, wie gesagt, einfach so eine Sache, also dass wir halt so ein paar Freiheiten reinbringen wollen, dass wir auch für euch so quasi ein bisschen mehr bieten. Weil auch mehr Videos quasi, man kann es besser finden. Natürlich muss das Video immer noch gut sein, damit Leute auch sich denken, okay, cool, das Video ist gut, ist nicht schlecht. Zum Beispiel einer von unseren Twitch-Highlights mag man zum Beispiel, die das gucken, was weiß ich, solche Sachen. Dass man halt weiß, okay, das, was man bringt, will man auch sehen. Und dafür so einfach die Sachen wollen wir natürlich auch weiterhin bringen. Also möglichst solche in diese Richtung. Danke, Schnauzhandy. Obwohl, in der TV gibt es dafür einen Abstrich, Sven ist gleich dran. Dafür machen wir jetzt nur noch einmal die Woche ein React, wenn überhaupt. Und wenn wir eins machen, dann ist es mehr so in Richtung Gaming, weil wir ein Gaming-Channel sind, mehr so in Richtung Gaming-Interessen. Was werdet ihr zum Beispiel die nächsten Montage sehen? Da wird es, wenn eins kommt, halt Montag.
Also richtig krasses oder so kannst du natürlich auch nochmal mehrfach kommen, ist halt Bonus dann, aber geht eher vom Motors so aus. Das, was in Richtung Gaming kommt, da wird zum Beispiel, gucken wir, analysieren Sven und ich einen krassen Trailer von einem Spiel, was bald, was nächstes Jahr rauskommt. Gerne gehypt ist, aber werdet ihr dann sehen und solche, also mehr so in die Richtung gehen, dass ihr auf jeden Fall wisst oder auch die Leute, die neu dazukommen, in welche Richtung so ein React-Channel geht von uns. Weil viele Leute reacten einfach so auf amerikanische Trends, auf die normalen Trends, auf Kochvideos. Simon Desio oder so, und damit er über den, damit man Kopf schütteln kann. Oder sonst irgendwelche Themen, was weiß ich, ne, die halt beliebt sind oder so. Wir wollen halt so in eine bestimmte Richtung gehen, dass man auf jeden Fall weiß, okay, hier erwarten kann ich das und das erwarten. Aber deswegen bringen wir auf, weil wir auch wieder eine neue Struktur reinbringen, auf den Hauptstellen, dass man auf jeden Fall weiß, okay, einmal die Woche kommt was Aktuelles auf jeden Fall. Das, was weiß ich, mit Freitags, Donnerstags sehen wir dann. Und einmal die Woche kommt dann noch was anderes. Quasi so wie ich ein Abo-Service wird auch immer wieder zwischendurch kommen. Was wie Casual Games, was weiß ich. Meine werdet ihr sehen, das wird sich dann alles so nach und nach ergeben. Genau. So, hau rein. Was willst Ich hab's vergessen. du? Okay. Sven will, das sind es direkt alles, weil das ist ein Online-Informationstrend. Ja, bei Infovideos soll man bitte schön Dislike da lassen. Genau. Vielen Alles klar, das war Sven. Hoffentlich Dank. übersteht ihr die aktuelle Zeit gut. Gedenkt, dass nicht nur ihr, dass ihr vielleicht die Zukunft weniger gefährdet sind als in eurem Umfeld. Deswegen geht nicht in ein Café, geht nicht in einem zu einer Eisdiele auf die Bank, geht nicht zu einem Biergarten auf die Bank, besucht Sven nicht, wenn ihr nicht unbedingt müsst. Also sonst regt der Junge sich auf. Es sei denn, ihr sagt dann, hey, Orlin ist cool, dann freut Sven sich. Ja, gehe ich zu mir auf die Arbeit und bestellt Sachen, da habe ich keinen Bock drauf. Was auch, wenn sie nicht sagen, hier, all in. Das ist cool. Selbst dann habe ich keinen Bock, weil ich dann arbeiten muss. Sven will euch Wenn nicht. die Leute was bestellen, muss ich arbeiten, da habe ich keinen Bock drauf. Sven will euch nicht sehen. Bist du bescheuert? Deswegen besucht mich auf Twitter, ich bin nett. Du bist gar nicht nett. Zu dem bin ich nicht nett, aber zu den Zuschauern schon. Sven ist wieder salzig. Bis Ich zum. bin nicht salzig. Deswegen, ich hoffe, ihr habt besteht das euer Heil und euer Umfeld genauso. Ne? Schön im Zwei Haus Pfeile bleiben, habe guckt ich. all in. Wäre Ja. cool, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Ist natürlich kein Muss, aber wäre schon nett. Und auf jeden Fall, was willst du? Ich wollte noch eben fragen, was die Leute von der Ausgangssperre halten. Sind sie für eine? Sind sie gegen eine? Stimmt das einmal oben ab. Danke. Dankeschön. Und ja, hoffentlich übersteht ihr die Zeit. Ab April geht es dann in die neue All-In 20.0 Phase. Ungefähr ist es ja schon gefühlt so. Jeden Und Monat eine neue Phase. ja. Machst halt nichts. Und ja, wir haben mittlerweile so bis halt schon Ultra-Instinkt erreicht. So krass sind wir schon. Wie besser Goku. Und weil wir halt so viele Phasen haben. Haut Phasen. rein. Bis zu dem nächsten Video hoffentlich. Und ciao. Tüdelü. Sven ist doof.